Herzlich willkommen bei Ellen Online Tested, heute aus Berlin. Es geht um das Berlin im Kreis Segeberg. Dieses Berlin ist nämlich das älteste Berlin der Welt, wird dieses Jahr 800 Jahre alt. Welches Berlin ist denn cooler? Berlin oder Berlin? Auf nach Berlin! Die Hauptstadt hat Bushido. Das Dorf hat diesen Mann. In Berlin und der Ortsschild ist immer was los. Da springen die Touristen aus dem Reisebus. Sie schießen tausend Fotos, machen Videos. Und der Mord. Er ist kein Gangster-Rapper, aber dafür Rockstar. Richtig? Ich war früher sowas ähnliches, aber in meinem ersten oder in meinem zweiten Leben hier im Dorf weiß das eigentlich gar keiner. Die waren ganz überrascht, als ich da sagte, ich mache einen Song, ach, und wer singt nicht, und das mache ich dann mal selber. Zieh dich warm an, Bushido! Ist hier längst schon Schicht. Aus dieser tierischen Zapfsäule kommt das neue Szenegetränk Berlins: Stutenmilch. Hackerbrause trinkt hier nämlich keiner mehr. Stattdessen dominiert Likör aus Stutenmilch den Getränkemarkt. Und damit kann ich dann nächtelang durchtanzen? Zum Beispiel wirkt sie als allererstes im Magen-Darm-Trakt, da wird die Darmflora wiederhergestellt. Das liegt wahrscheinlich in dem Geheimnis, dass die Stutenmilch die Milch ist, die der menschlichen Muttermilch am ähnlichsten ist. Na dann, Prost! Auch im Dorf Berlin ist der Potsdamer Platz der Dreh- und Angelpunkt. Hier droht ja jeden Moment ein Verkehrskollaps. Und trotzdem ist es irgendwie idyllisch. Im Dorf-KDW gibt es die wirklich wichtigen Dinge zu kaufen. To go und auf Vertrauensbasis. Man könnte ja auch einfach nicht bezahlen. Aber auf die Idee ist hier noch keiner gekommen. Ein neues Geschäftsmodell, vielleicht auch für Berliner Start-ups? Das Dorf Berlin ist ein echter Trendsetter in der Food-Branche. Während die Hauptstädter noch auf Schokodönern herumkauen, ist man hier schon einen Schritt weiter. Die ehrliche Currywurst ist wieder en vogue. Der exklusive, weil einzige Imbiss des Dorfes befindet sich direkt unter den Linden. Unglaublich! Hier wird gerade mitten in Berlin ein Großprojekt fertiggestellt. Was ist das? Ein Flughafen? Eine Mauer? Nein, das komplette Dorf surft jetzt mit Glasfaserkabel im Netz. Im Gegensatz zur Hauptstadt. Und was ist das Erfolgsrezept? Da haben wir überall ein paar Löcher gemacht. Dann machen wir eine Pressung unter der Straße durch. Und dann wird ein neues Kabel eingezogen. Und das alte wird irgendwann wieder rausgeholt, wenn das neue angeschlossen ist. Dann fertig ist die Laube. Fertig ist es. Wir hatten mal, das ist aber auch schon relativ lange her, mal etwas Probleme mit Jugendlichen. Die also sich nicht so entsprechend benommen haben, will ich mal vorsichtig sagen. Das wächst dann irgendwann raus. Dann ist diese Generation ist dann raus, dann werden sie, ich sag's in Anführungsstrichen, vernünftig. Wir machen eine Kontrollfahrt. Alles gut in Berlin. So, das war Ellen Online Tested Berlin. Damit sind wir jetzt durch. Beim nächsten Mal testen wir die große, weite Welt und vergleichen sie mit diesem Ort. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.